Okay. Oh, jetzt muss man durchklicken. Also. Du kannst auf hier vorklicken. Ah, ja, das ist besser. Also, das hatte ich, ich dachte, er spielt Neidorf, hat er schon zweimal gemacht. Und einmal Kao Kann, wo er direkt nach 25 Zügen oder so verloren hat. Also direkt, deswegen dachte ich, nee, ich dachte, er wird nicht Kao Kann spielen, weil er die Runde davor in 25 Zügen verloren hat. Deswegen hatte ich schon das erwartet. Und eigentlich hatte ich Springer D7 erwartet, deswegen war ich nicht so tief vorbereitet. Schwarz hat auch viele verschiedene Möglichkeiten. Also nicht so tief heißt wahrscheinlich bis Zug 15 oder so. Ja, ja, natürlich. Ich wollte mir sicher gehen. Nur, dass die Zuschauer das richtig einschätzen. Da war ich noch neben dran, du hast voll schnell hart reinspringen. Ja, ja, du hast das alles sehr schnell gezogen. Das ich wollte nur für die Zuschauer richtig stellen, also nicht so tief vorbereitet heißt halt trotzdem. Aber ich hatte keine besondere Idee, sage ich mal. E5. Okay, E5 ist nicht der Hauptzug, aber relativ modern heutzutage mit Läufer E7, D8. Man kann auch, keine Ahnung, Springer F6, G6, Läufer G7 kann man auch machen. Aber er hat, ja, er spielt einfach symmetrisch im Prinzip und sagt, ich hab nicht so viele Pläne. Okay, weiter geht's. Weißfelder wollte ich tauschen. Ist alles relativ Standard. Ich glaube, ich hatte beim World Cup hatte ich eine Partie mit G6, wo ich komplett schlecht gespielt habe und trotzdem die Partie gewonnen habe, aber das war furchtbar. Aber er spielt Läufer E7. Der Plan ist, Läufer D8 und dann, keine Ahnung, nach B4 mit Läufer B6 zu spielen. Bestimmt kennst du das auch, Matthias. Und dann ja, Läufer D8, Springer ich kenne die ganzen Sizilianischen Stellungen. Ja, ja. Das ist dein ich habe nie was anderes angeguckt im Schach. Ja. Und ich glaube, das, was ich gespielt habe, ist relativ neu oder selten. Ja, okay, das ist einfach die erste Engine-Variante im Prinzip. Also ist jetzt nichts Besonderes. Man kann auf A3 spielen, aber. Hast du nie vorher gespielt in einer Turnierpartie, oder? Nee, das habe ich noch nie gespielt. Okay. Vielleicht irgendwann im Teil Tuesday, aber sonst. Was heißt dann noch nie? Also ich weiß es nicht. Ich glaube noch nie. Also, Läufer D8 und jetzt H3. Und im Prinzip, die Idee ist, ja, kommt jetzt, Springer GE7, Springer H4, dann mit Dame G4, Dame zu tauschen im Prinzip. Und dann hat man den besseren Läufer, weil der Läufer ein bisschen, ja, auf die Bauern schaut. Ich hatte das Gefühl, der Gegner wollte zeigen, wie stark sein Läufer ist und hat deswegen H6, G5 gemacht, positionell. Ja, ich glaube, H6 ist sogar ein guter Nein, es ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber... Das hat mich ja wirklich... Okay, wahrscheinlich F5 oder Rochade. Ich glaube, das hier wurde schon mal gespielt und dann F5. Und das ist auch relativ so plus 0,2 oder so, also ziemlich remieslich. Okay, aber halt einfach ein bisschen besser für die Ewigkeit. Ja, minimal besser für die Ewigkeit, aber es ist natürlich schwer durchzubrechen. Ich glaube, Rasmus hätte irgendwann ganz neidisch rüber geguckt. Ja. Ich glaube, er hat auch die ganze Partie neidisch geguckt. Aber. Okay, H6. Ich glaube, ich konnte mich nicht an den Zug erinnern, aber als er den gespielt hat, glaube ich, ist das wahrscheinlich der beste Zug, soweit ich mich erinnern kann, weil, okay, die Idee ist halt, F4 kann ich nicht spielen, EF, Läufer F, G5. Und sonst kommt G5 im Prinzip nach allem. Also Läufer E3, G5 und ich glaube, Schwarz steht ganz in Ordnung. Deswegen muss ich, glaube ich, Dame G4 spielen. G5, Springer F5. Springer F5, Dame F5 und ich habe nicht verstanden, warum er so lange nachdenkt. Ich glaube, das hier ist fast schon tot. Also tot ist übertrieben, weil ich hier dieses E4-Feld habe, aber sagen wir mal Läufer A5 oder so. Also du hast dich gefreut, dass er nicht auf F5 genommen hat? Ja, ja, ich glaube, wenn er nicht auf F5 nimmt, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Spiel, theoretisch. Na gut, du hast halt irgendwie mehr Bauernhebel dann. Hier ist halt ein bisschen... Ja, hier ist halt... Okay, erstmal droht er den und ich glaube, da kann er jetzt direkt mit B5 irgendwie spielen. Gut, du musst den Springer ich muss so spielen wahrscheinlich, da kann er sogar Springer B4 machen, glaube ich, vielleicht. Ne. Ich habe nicht gesehen, was ich hier spiele. Vielleicht Springer E4. Ja, ich würde sagen, kannst du noch nach E4 ziehen? Aber, ja, keine Ahnung. Ich komme nicht so weit voran. Er kann wahrscheinlich auch irgendwann einfach so spielen, keine Ahnung. Und das sieht ziemlich tot aus. Also ich war ziemlich happy. Ich war auch glücklich, dass er hier die ganze Zeit überlegt. Also wenn er ein bisschen mehr Zeit hat später, dann spielt er vielleicht besser. Oder, okay, ich weiß nicht, vielleicht hat er die Stellung auch einfach gar nicht verstanden. Also, das kann auch sehr gut sein. Also, vielleicht kann es einfach besser schauspielen als er. Also seine Idee war sicherlich nach Läufer E3, was der logische Zug ist. Ich will den Springer tauschen, F5 zu spielen. Und dann Läufer D4, CD oder ED, keine Ahnung. Das ist vielleicht besser.
Ist wahrscheinlich irgendwie besser für Weiß, aber ich wusste nicht, wie viel. Ja, auch nicht so einfach. Also, wie komme ich hier weiter? Ich habe es nicht ganz gesehen. Also, okay, B4, keine Ahnung. Ja, gut, du musst halt irgendwas geschlossen ist. Ich dachte irgendwie, das wäre ziemlich gemieslich. Deswegen habe ich diesen relativ komischen Zug Turm B1 gespielt. Weil F5 würde ich einfach nehmen, glaube ich. Und jetzt steht mein Läufer halt nicht so schlecht. Dann kann ich glaube, B4 wollte ich machen. Ist auch ziemlich. Einfach ein leicht besseres Endspiel. Ist ja, du minimal bist ein bisschen, besser, ja. Bist du ein bisschen pessimistisch. Also bei Rasmus würden wir jetzt stundenlang erklärt bekommen, wie gut die weiße Stellung ist und wo die Vorteile liegen und dass man hier 150 Züge spielen kann. Und ja. Bei dir kommt eine zugeschobene Stellung und du sagst halt einfach, ist tot. Ja, ja, ich sag nicht tot, aber ja, okay, ja, wenn Schwarz gut spielt, habe ich ja klar. Nicht, ja? Also okay, schon. H5, ich weiß nicht. Also ich habe, das war vielleicht auch meine Match-Strategie, also er spielt relativ viel auf Tricks und ich kann gar nichts rechnen in letzter Zeit, deswegen dachte ich, kann ich hier dieses Endspiel spielen und er versucht hier direkt irgendwie aktiv irgendwas zu machen. Ist wahrscheinlich nicht so schlecht, aber... Wollt ihr seine Bauern auf Weiß stellen, oder? Ich will einfach angreifen, glaube ich, mit G4, also er will G4 und dann F5 spielen und aktiv irgendwie. Wenn du schon sagst, er spielt auf Tricks, dann... Ja, keine Ahnung. Das war einfach das Gefühl. Später hat er auch diesen Läufer A4-Trick direkt gesehen. Und ich habe es, glaube ich, eingestellt vielleicht. Aber okay, ich denke H5 ist falsch. Also jeder Zug vielleicht. Ehrlich zu sein. Was dachte ich hier? Läufer A5 kommt Springer D5. Irgendwie war das hier ziemlich tot. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie... Hier wurde kriegt schon, Rasmus würde uns das nicht nur erklären, sondern dabei die pure Schachfreude ausstrahlen bei der Aussicht auf 150 weitere Züge. Das ging aber relativ schnell, die Partie. Also er sollte, keine Ahnung, was wollte ich? A6, ja genau. Ach ja, das dachte ich. A6, Läufer E3, B5, genau. Und jetzt kann ich nicht CB, AB spielen, weil A2 hängt die ganze Zeit. Also ich muss B3 oder sowas. Nee, ich dachte A3 wäre schlau hier. Das ist manchmal eine Idee. Eventuell. Weil sonst, wenn ich B3 spiele... Ja, wenn du halt, B3 spielst, das ist wirklich tot. Das ist wirklich also tot, dachte ich. Jetzt stimmt es tatsächlich. Ich muss A3 machen wahrscheinlich. Hm. Keine Ahnung, hier dachte ich, vielleicht habe ich Chancen, aber es ist wahrscheinlich 0-0-0. A, B, C, A, 5, ja. Ja, die Engine spielt schon auf Gewinn mit Schwarz. Okay, ich glaube, auf Remi spielt die Engineer. Also ich glaube A6 und wahrscheinlich wird es Remi... Aber er spielt hier H5, was sehr komisch ist, finde ich. Wichtig ist dieses König H2. Okay, wenn ich zum Beispiel Läufer E3 spiele, dann kommt, glaube ich, was kommt hier? G4. Ah ja, G4, König H2, F5. Und jetzt ist der Läufer irgendwie... Ist das halt nervig, dass der Läufer hier manchmal so schlecht steht. Deswegen, ich dachte, ich gewinne Tempo mit Springer D5, G4... König H2, jetzt hatte ich eigentlich erwartet, dass er F5 macht. Und wahrscheinlich muss ich B4 sogar spielen, weil nach EF, das war eigentlich mein Plan, Springer F, B4, glaube ich, ist... Okay, eine Beispielvariante war sowas, ja, dann ist E5 irgendwie schwach. Aber ich glaube, er kann einfach relativ gut nehmen und B6 spielen. Also, keine Ahnung, sieht jetzt nicht so nach so viel aus hier. Aber ist vielleicht ein bisschen besser. Also, aber du hast dich gefreut, als er H3 genommen hat. Ich habe mich gefreut, dass er H5 G4 gespielt hat und auch noch so langsam. H5 ja. G4 ist sowieso schon irgendwie nicht so der erste Plan, den man erwartet. Ja, würde. Das hatte ich auch nicht gesehen. Okay, Turm G8 ist ein furchtbarer Zug. Also ich glaube, er muss F5 machen und dann wahrscheinlich B4 wollte ich machen. CB, Turm B und König C6 oder so, keine Ahnung. Vielleicht besser für Weiß, aber nicht viel. Oder vielleicht FE, keine Ahnung. Das ging auch, aber... Okay, Turm G8 ist, glaube ich, einfach furchtbar, weil jetzt tausche ich seinen Springer noch. Also ja, jetzt hat er halt auch keine 5 mehr. Ja, okay, mein ganzer Plan ist, seinen Springer zu tauschen und der macht hier Turm G8 und Läufer E7. Also ich dachte, er will mich verarschen. Ja. Ja, Läufer E7. Okay, ich weiß nicht. Ich dachte, der kommt jetzt zumindest. B4, B6 und dann vielleicht geht F4. Ich dachte, sowas... Sieht schon angenehm aus für Weiß, ja, weil ich das meine, gut, ist schlecht. Ich meine irgendwie H5, G4, G schlägt H3, kann nicht Turm so eine richtige... Turm G8 und dann Läufer E7, ja. Ich hatte mich halt gewundert, wie du alles hinbekommen hast, aber ja, dein Gegner hat ja auch alles... Ja, mein Gegner hat sich selber zerstört ein bisschen, fand ich.
Okay, jetzt bin ich sehr unzufrieden hier. Okay, Läufer, ich dachte, um ehrlich zu sein, er spielt ED. Ist auch langfristig verloren, macht irgendwie so, so, so und König G2, F3 und das müsste verlieren. Also wahrscheinlich CD ist gut von ihm. G3, okay, anscheinend ein bisschen ungenau, aber sieht relativ normal aus für mich. Mein Plan ist halt Turm A1, König G2 und dann A5 einfach zu gewinnen. Und ich habe, um ehrlich zu sein, nicht gesehen, was er hier überhaupt macht. Er muss vielleicht irgendwie den Läufer ziehen, aber die Stellung ist schon furchtbar. Okay, jetzt war ich ziemlich happy über Turm B3, weil jetzt kann er halt auch nicht irgendwie Turm aktivieren, weil Turm A3 immer kommt. Und irgendwie ist es sehr schwierig für ihn, deinen Bauern auf A7 zu decken. Okay, F5 habe ich auch nicht kommen sehen. Ich glaube, das war okay, das verliert, schon aber Verzweiflung ist. Okay, er kann nichts machen. Wahrscheinlich. Ja, keine also, Züge. Ja, ich spiele einfach Turm A3, dann hängt B6 erstmal, dann muss der Läufer D8 spielen, dann habe ich alle seine Figuren gebunden und dann kann ich, glaube ich, langsam so spielen. Und wichtig ist, nach H4 kann ich immer G4 spielen. Also kann ich viel machen, F5 war wahrscheinlich ein guter Versuch, zumindest. Und jetzt, ich wollte kotzen, also was war das für ein Zug? Okay, Turm A3, G4, was ist das für ein Zug? Okay, sogar der beste Zug. Okay, F6. F6. Ich dachte F6, König E6, F4. Vielleicht. Okay, vielleicht ist es auch gut. Warum ist G4 so schlecht, was du gemacht Nein, hast? Nein, so schlecht ist das nicht. Nee, ich wollte kotzen, als ich F4 gespielt habe. Dann wollte ich kotzen. Du wolltest aber die ganze Partie über kotzen. Ja, F4 stellt alles ein. Das macht mich so aggressiv. Weil ich habe Läufer A4 aber nicht gesehen. Nachdem gibt er auf, glaube ich. Im Prinzip. Ja, ich habe schon gefragt. Ach so, Läufer H4, oh mein Gott. Ja, ich habe den einfach geplant. Was für ein Monstertrick ist das? Ja, der spielt nur auf Tricks, wie gesagt. Ich dachte sogar, er kann den spielen. Ich dachte sogar, Läufer C7 geht hier. Und jetzt habe ich einfach übersehen nach F6. Ja, was wollte ich? F6, glaube ich. Nee, irgendwas. Ach ja, hier. Ich dachte, hier spielt er Läufer C7. Ich fand es nicht so einfach gewonnen, aber. Ja, es ist ziemlich vorbei, aber bin ich. Ich dachte, der kann vielleicht Schach geben und Läufer B8 so decken und dann ist mein Turm schlecht, aber F4 ist furchtbar. Was hast du dir auf Läufer H4 gedacht? Ja, ich dachte, okay, erstmal dachte ich, dass sie gewinnt. Turm H1. Mhm. Okay, ich kann nicht nehmen, weil Turm G8 kommt und. Ja. Okay, wahrscheinlich halte ich noch für mich irgendwie, aber. Ich dachte erst, ich kann Turm A1 spielen, Turm G8, König F3, Turm G3, König E4, Turm G4, F6, aber jetzt kommt Turm, steht F6. König F3, Turm G3, also den habe ich einmal nicht gesehen. Und sonst dachte ich, vielleicht kann ich B5 irgendwann spielen, aber spielt einfach immer König C5. Weil, okay, die B5 ist die Idee, dass später das D5-Feld dann für meinen König da ist, aber spielt einfach König C5. Ich glaube, König F3 ist vielleicht einziger Zug, der gewinnt. Also, hier habe ich auch lange noch überlegt. Weil der Punkt ist, nach Turm G8 kann ich König E4 spielen, Turm G3 und jetzt einfach nehmen auf E5. Weil Turm A1 wäre dasselbe, aber jetzt kann ich den nehmen. Und sonst Turm F5 kommt halt Turm A1 und dann kommt Turm A7. Okay, ich war einfach Glück. Ich hatte einfach Glück, dass ich König F3 gefunden habe. Also hätte ich den gespielt. Das ist aber gut, kein Glück, ja. Oder? Okay. Jetzt redet Meisterwerk nicht schlecht. König F4 ist falsch, oder? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Turm A1, ja, den hatte ich überlegt. Läufer G3. B5. F6 und komplett vorbei. Okay, hatte ich überlegt, aber ich war mir nicht sicher, wie vorbei das ist. Okay, um ehrlich zu sein, ich habe nicht Turm 8 gesehen. Also. Den habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, warum der so gut ist. Ich verstehe den Zug nicht. Läufer D8. Wahrscheinlich aber Läufer weg und doch, irgendwie gehen. Ja, okay, Turm 1 geht halt nicht. Und Turm ja, gut, okay, G1 dass kommt Turm halt 1 nicht geht, sieht man noch. Ne? Ja, okay, Turm 8 habe ich gar nicht überlegt. Okay, das ist krass. Okay, sonst hätte ich vielleicht Turm 1 gemacht, aber. Okay, ich dachte halt, nach Turm G8 kann ich Turm 1 spielen und dann kommt mein Turm hier rein, nach H6 oder so. Oder H5. Je nachdem. Wie gewinne ich hier? Müsste irgendwie gewonnen sein, aber. Ach, nee, ich wollte König E4 spielen, ja, genau.
Deswegen dachte ich Turm E8. Das sieht irgendwie harmonischer aus. Aber warum geht das nicht nach Turm H8? Das ist die Frage. Oh mein Gott! Oder? Du sagst einfach, oh mein Gott. Hier läuft F6 und dann Turm A4 oder was? Ja. Sieht aus wie. Das ist Computerschach. Ja. Oh mein Gott. Okay, Läufer F6, Turm A4 sitzt. Ich dachte, du hast irgendwas viel krasseres gesehen. Ich hatte jetzt irgendwas. Nein, komplett ich sehe nichts krasseres, okay. Och, doch, Mann. Doch, siehst du. Turm A8, okay, das ist aber ein Computerzug. Also da kann ich mir jetzt nicht. Kann ich mich jetzt nicht so viel ärgern da. Okay, Turm E8 und jetzt habe ich halt Turm H1. Okay, es verliert halt einfach, weil sein Turm auf F7 zu passiv ist. Okay, wenn er zurückgeht, dann spiele ich einfach Turm H6, dachte ich, glaube ich. Turm E5, F6 oder so. Und dann irgendwann kommt mein König halt rein. Und irgendwann kriegst du auch mal den Turm auf A3 ins Spiel. Ja, das ist halt meine einzige Problemfigur, aber okay. Er kann halt auch nicht so viel machen, weil er auch gebunden ist. Das sollte gewinnen. Also Läufer E1. Okay, ich dachte Läufer F2, aber macht wahrscheinlich keinen Unterschied. F6 und jetzt musste ich auch noch lange überlegen. Okay, alles gewinnt wahrscheinlich, aber ich denke, was ich gespielt habe, ist relativ sauber. Weil nach König B7 ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil eigentlich dachte ich hier erst, ich kann so spielen. Ist wahrscheinlich auch gewonnen, aber jetzt ist nicht so einfach irgendwie. Was dachte ich hier? Keine Ahnung, irgendwas. Muss gewinnen auch, aber hier geht halt in dieser Stellung, wenn der König B7 spielt, kommt König G4 und dann Turm A5. Und jetzt steht der König halt schlecht. Aber ich hätte es, vielleicht geht König G4 hier, gewinnt wahrscheinlich auch und Turm A5, aber okay, B5, König B7, König B7, sowas hatte ich abgerechnet. Okay, und fertig. Der ist schon wirklich ziemlich gewonnen aus dem. Dann kommt der König und dann habe ich Turm A7 Schach irgendwann noch. Deswegen muss er König C5 machen und jetzt Turm A8, was vielleicht nicht der beste Zug ist, aber gewinnt auch. Wahrscheinlich noch besser als König G4, aber Turm A8, wenn du es gerechnet hast, ist auch gut genug. Ja, okay. Ich dachte eigentlich, er schlägt hier in Läufer D2, stößt direkt ein, aber okay, das ist auch ziemlich verloren. Schlagen, schlagen, schlagen und dann gewinne ich noch D4. Okay, das und schon irgendwann gewinne ich das halt. Okay, und dann halt habe ich dieses Mattnetz. Okay, vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Aber ist schon verloren, also macht keinen Unterschied. Das ist jetzt der Fehler. Und ich habe es übersehen, ich habe mich so geärgert. Ich habe mich so geärgert. Ich habe einfach Matt in 5 übersehen. Ich habe den direkt gespielt, Turm C7. Ja, du hast, also du hättest sofort Turm A3. Ja, ja, ich habe mich so geärgert. Aber okay, dann habe ich den erstmal. Nee, erstmal habe ich den mitgenommen. Und dann bist du wieder zurück und dann hast du das Motiv gemacht. Und dann habe ich es gesehen. Es ist immer schön, wenn der Gegner das dann auch noch zulässt. Ja, 5 Züge später geht es dann immer noch. Das war Matt. Auf A4. Ja, sehr schönes Matt auch. Hat er ja aufgegeben, oder? Ja, ja, die hat er aufgegeben. Er wollte sich das mal nicht. Hätte man schon versuchen können, ja. Das ja. Hat, also ist sehr wahrscheinlich, dass du die Läufer auch noch rausnimmst. Ja. Dimitri hat verloren, oder? Ja, Dimitri hat verloren. Das sah irgendwie halt nicht gut aus. Ist irgendwie in der Eröffnung überrascht worden, glaube ich. Und dann ja, das war gar nichts. Hier, ganz so pessimistisch hätte ich das jetzt nicht. Das war nicht so toll. Ja, ja, ich höre das schon heute beim Abendessen wahrscheinlich nochmal erst. Das war gar nichts. Das war nicht böse gemeint. Aber ja, das klingt halt irgendwie so. Das war einfach Pech in der Eröffnung und dann hat der Gegner auch gut gespielt. Aber